So what is UFE, this UFE Alliance that we are talking about? UFE is short for the Young Universities for the Future of Europe. And this is one of the university alliances that has been selected last year from the Commission as one of the first 17 universities alliances. And UFE aims at becoming a leading model of a young, student-centered, non-elitist, open and inclusive European university. So for UFE, as for many other European university initiatives, student mobility is, of course, a very strong pillar of its program. And with the COVID crisis, this led to a lot of discussions on how we can enable this student mobility, even in times of COVID crisis. And if you look at the map where all the partners of the UFE Alliance are, you see that the red ones, the academic partners, are in 10 different countries. And we all know during the lockdown, student mobility was not possible. So the question was how we can still enable such a European student mobility experience in what it is now, the new normal. And we will now present you two of the results. Exactly. So the UFE Alliance took two measurements to ensure student mobility. One is the UFE Introduction Offer, which we have launched in July, and the other one is the UFE Student Portal, which we will launch in November. First, I will start with the Introduction Offer, in which we already have enabled a pilot group of 100 students to learn Europe-wide in this present semester. With the UFE Introduction Offer, I myself had the choice to study courses from 10 different European universities. I chose to study at three of them: Maastricht University in the Netherlands, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland, and of course my home university in Bremen, Germany. Next slide, please. This is already next. Oh, we had 56 online academic courses and 20 online language courses. I choose an academic course about the idea of Europe from Maastricht and a Polish language training at the Polish partner university so that I could learn from native speakers. Of course, without the option of online courses, I would not be able to do that. It is a great opportunity to study in three countries at the same time and to connect with students from all over the world without leaving my desk at home. One major challenge was the struggle with the managing the multiple different systems from all these universities. I have received messages about my courses from six different portals. So as we just heard from Jessica, from her experience as a student, there are major challenges that come with this offer and also major opportunities. And what the UFE Alliance will do in November is it will launch the UFE Student Portal that will build on these advantages and also work on the challenges. As we've heard, one of the major challenges is that as a student, it is really a lot of administrative work to log into each and every learning management system of all these universities, even if the virtual mobility that it gives you is a big advantage. And the question is, how can we solve this problem for the student user of this experience? What a student wants is that she only has to go to one portal. She only wants to look at one dashboard to see what is coming up next. She wants to know exactly what to do next, and she doesn't want to have emails and logins from all different learning management systems. So what we are gonna
work on and what we are going to launch actually next month in the beginning of November is the UFE student portal. And this is a portal that is one portal for the offers of all 10 partner universities of the UFE Alliance. And one of the major features of that portal is that there is such a student dashboard where students will see all their courses and all their next coming up lectures in one place. This student portal is connected through an API system with all learning management systems of the partner universities. So what it builds on is interoperability with what is already there. We don't build a new LMS system, we build a portal that connects to the already existing LMS systems. And for the student, there will, through single sign-ons, be a very easy student journey to these systems. And I just would like to highlight one further feature, which is the course catalog that the students will see, where they will have access to all different offers that are applicable to them, where they can choose and sign in directly, and where they can then go to these offers with a few clicks. And with that, we hope that we can enable such a European student mobility also in times of COVID. So these were two of our measures to support the virtual student mobility. Please reach out in English or in German language as you mind if you have any questions. And thank you very much for your attendance. Vielen Dank an euch, sage ich jetzt einfach mal. Haben wir eine Moderation wiederbekommen irgendwie? Ich sehe UFF Dana. Okay. Nein. Hi. Hi. Tatsächlich ist unsere Moderation rausgefallen. Okay. Und ich bin mir nicht sicher, wer als nächstes dran ist. Ich glaube, ich bin dran. Wunderbar. Fabian, dann würde ich dich bitten, einfach weiterzumachen und dich vielleicht kurz selbst vorzustellen, weil ich gerade ins kalte Wasser geworfen wurde. Alles gut. Ich share jetzt mal meinen Screen. Ich hoffe, das geht. Ich mache gleich mal die andere Präsentation. Genau, wunderbar. Danke. So, seht ihr was? Ja. So. Tja, wie immer. Bei Covid geht es um Improvisation bei mir. Und das merken wir ja am eigenen Leib, dass es jeden Tag uns eigentlich wieder trifft. Hilfe, wir brauchen sofort eine Kommunikationsplattform für die Grundschule. Bedeutet letzten Endes, ich habe keine Kooperation zwischen den Hochschulen, sondern zwischen der Hochschule und einer Grundschule auf meinem Kerbholz. Das bin ich und ich stelle mich heute ganz anders vor. Seit März bin ich bedingt im Corona-Homeoffice und ich habe 3 Kinder zu Hause, die nicht in Kita und Schule gehen können, weil es trifft halt auch viele Leute, die schutzbedürftige Angehörige pflegen oder selber schutzbedürftig sind oder so. Und ein Schulkind, nebenbei bin ich jetzt auch Lehrer geworden, weil bis Mitte Juni, Juli Kontakt zu den Lehrerinnen endlose Kopierdinger im Briefkasten. Manchmal auch eine E-Mail, aber das war es auch. Und plötzlich klingelte das Telefon und die Konrektorin meiner Grundschule, also der, wo mein Sohn ist, rief an, sagte, Herr Rutzinski, Sie kennen sich da doch aus, Sie machen doch was mit Digitalem. Hilfe, wir brauchen sofort eine Kommunikationsplattform für die Grundschule. Ja, wenn Sie jetzt lachen könnten, wenn ich so meine Live-Audience hätte, würden Sie wahrscheinlich lachen als Experten und Expertinnen, denn sofort Kommunikationsplattform Grundschule hört sich an wie ein schlechter Kinofilm, ne? The Mission, The Transporter, The was weiß ich was. Aber eigentlich ist das so gar nicht so schnell möglich. Und ich sagte, ja, da muss ich drüber nachdenken. Sie sagten, nee, da haben wir keine Zeit für, weil wir müssen Hygieneregeln loslegen, weil das Kultusministerium sagt, die Kinder müssen kommen und wir haben keine Plattform, weil wir sind abgehängt in der Grundschule. Dann sage ich, ja, der Spaß ist, wie viele seid ihr? 250, 6- bis 11-Jährige? Die sind voll digital unterwegs, ja, aber nicht so, wie wir das brauchen. Die Eltern, ja, die haben 250 gefühlte Geräte zu Hause und 13 Lehrerinnen sind, auch nicht digital unterwegs, das wissen wir. Muss schnell gehen, muss datensicher sein, muss auf allen Plattformen laufen, super. Lange Rede, kurzer Sinn, also habe ich gesagt, das geht nur auf einer funktionierenden Plattform. Wir in unserem Team, wir stellen eine App für die Hochschule her, Tiny Campus heißt die.
Und ich habe gesagt, ja, das funktioniert eigentlich nur auf unserer Plattform, die wir nutzen. Das ist eine Big Blue Button Instanz. Und komm, wir lassen die einfach mitmachen, diese 250 plus Lehrerinnen, weil dann haben wir es unter Kontrolle und wir helfen. Und Hilfe, darum geht es eigentlich in so einer Phase. Und meine Studierenden, die habe ich auf ein agiles Berufsleben vorbereitet in der Werkstatt. Und hey, Corona zeigt, wir können agil sein und wir können sofort sein, helfen. Also, als erstes, ne, überzeuge den Admin. Man sieht ja, wie begeistert der war, als ich damit kam. Der möchte 250 Kids und Lehrerinnen haben. Nein, aber der hat mitgespielt. Der ist auch hier unter den Leuten. Der kann vielleicht auch später gleich sagen, wie er das fand. Also 3 Tage, überzeuge den Admin. Überzeuge die Projektleitung, überzeuge das Schulamt. Ging. Nächstes Ding, schule die Lehrerinnen. Auch digitale Räume muss man auf- und abschließen, damit sie sicher sind. Die Eltern müssen verstehen, nein, das darfst du nicht aufnehmen. Und ja, danke an meine Frau, dass sie den ganzen Support für diese 250 gefühlten unterschiedlichen Geräte, die alle nicht funktioniert haben, übernommen hat. Jo, dann braucht man eine DSGVO-Nutzungsvereinbarung, Verhaltensregeln und das Ganze muss unterschrieben sein, weil sonst geht das nicht, weil sonst kommt der thüringische Landesdatenschutzbeauftragte und sagt, du, naja, fertig. Nach 14 Tagen konnten die Lehrerinnen und können jetzt immer noch, wenn wieder Lockdown kommt oder sonst was oder wie auch immer, völlig datensicher und auch das erwiesenermaßen die Plattform nutzen. Die Hygieneregeln konnten sie besprechen und somit konnten wir unsere Kinder da sicher hinschicken. Ja, und Homeschooling erfolgt jetzt auch irgendwie. Und wir machen auch weiter. Das bedeutet, wir haben jetzt einen Antrag gestellt bei dem Wirkung hoch 100. Wir wollen Geld haben, um diese Kooperation weiterzumachen. Vielen Dank. Normalerweise machen wir Tiny Campus. Kann man auch mal reinschauen, ist auch ganz spannend. Ich bin soweit fertig. So. Oh, das scheint bei meiner Kollegin der Moderation Stella gerade doch noch nicht zu funktionieren. Deswegen übernehme ich an dieser Stelle nochmal. Vielen Dank, Herr Rudzinski. Ich würde gern weitergeben, bräuchte aber tatsächlich einen kleinen Hinweis an wen. Es tut mir leid, das ist gerade technisch, gab es einige Schwierigkeiten. Wer ist denn jetzt im nächsten Slot dran? Das wird Birgit Feldmann sein. Frau Feldmann, ja, einen Moment. Ich sehe gerade, dass Frau Feldmann noch keine Broadcast-Permission hat. Das gebe ich ihr jetzt. So, Frau Feldmann stößt gleich zu uns. Hoffentlich. Das schon mal gar nicht schlecht aus. Genau. Ich kann nicht garantieren, dass ich nicht wieder rausfliege in meiner Hochleistungsanbindung in einer Hochschule. Mal schauen, ob das funktioniert. Können Sie die Folien starten für mich oder soll ich das selbst machen? Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie das kurz selbst machen könnten, weil ich kann. Alles klar. Aber wir hören Sie auf jeden Fall gut, Frau Feldmann. Wunderbar. Dann kann es losgehen. Super, mein Name ist Birgit Feldmann. Ich leite die Geschäftsstelle der Digitalen Hochschule in NRW. Warum ist das spannend für diesen Slot hier? Weil die Digitale Hochschule NRW tatsächlich ein Zusammenschluss ist von 42 Hochschulen. Und wer Schulen kennt, weiß, Hochschulen sind auch nicht viel besser. Das ist eine sehr herausfordernde Geschichte. Und zwar soll diese Landesinitiative, wie wir uns nennen, die Digitalisierung der Hochschulen vorantreiben. Das hat viele Vorteile, weil man hat sich davon erhofft, dass man Potenziale, die man gemeinsam hat, nutzen kann und diese Potenziale dann auch auf die Straße kriegt, dass sozusagen der eine was gut kann, der kann dann das 40 anderen zur Verfügung stellen. Das hat sich am Anfang eher wie eine Beutegemeinschaft angefühlt, das kann man ganz ehrlich so sagen, weil okay, es gibt Geld und wo es Geld ist, gibt es Fleischtöpfe und bei 42 Hochschulen kann man sich denken, dass da alle ganz interessiert dran waren, auch ein Stück von abzubekommen. Es ist vielleicht ganz interessant, wenn man den Hintergrund kennt der NRW-Hochschulen. Die sind ja, jede Hochschule ist ja eine eigene Einrichtung, eine eigene Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das ist ein bisschen anders als in anderen Bundesländern. Die Hochschulen sind also sehr frei und legen auf diese Freiheit auch großen Wert. Sobald ich meine Datei gefunden habe, kann ich Ihnen auch ein paar Folien zeigen.
Aber das werden wir gleich hinkriegen. Um so eine große Veranstaltung auch einigermaßen vernünftig zu kanalisieren, braucht man natürlich auch sowas wie eine Governance dahinter. Und das ist die tricky Geschichte. Wie kriege ich das hin, dass diese großen Einheiten auf unterschiedlichen Ebenen miteinander funktionieren? So, das ist schon mal soweit geöffnet. Dann muss ich mal gucken, ob ich das auch einfach hier an die Wand geworfen kriege. So, das sieht auch ganz gut aus. Jetzt müsste gleich bei Ihnen was ankommen. Noch keine Rückmeldung. Screen geshared, keine Rückmeldung. Geben Sie mir ein Lebenszeichen. Ich sehe, Sie sehen nichts. Da werden wir doch gleich nochmal nacharbeiten und einfach den Share nochmal starten. So. Ich glaube, er mag nicht verschiedene Bildschirme. Das kann vielleicht der Grund sein. Und nochmal der nächste Versuch. Was man nochmal nebenbei erwähnen könnte, da unsere Moderation ja auch weiterhin weg ist, ist, dass sich die Zuhörer ja gerne schon mal Fragen überlegen können, die wir dann nach ihrem Vortrag gerne beantworten können. Ja, super Idee. Zu allen drei Vorträgen natürlich. Ah, es hat nur einfach gedauert. Man muss Geduld haben. Jetzt verstehe ich das. Okay, gut. So, warum heißt der Vortrag Neue Herausforderungen für aktuelle neue Strukturen? Weil, wie ich ja schon angedeutet hatte, eine solche Riesenvereinigung, so eine Riesenkooperation muss ja irgendwo gelenkt werden. Und das ist halt die große Herausforderung. Wie schaffe ich es, die unterschiedlichen Stakeholder so zu kanalisieren, dass alle zufrieden sind und auch tatsächlich alle mitmachen. Wir haben ja eingangs schon gehört, einen Vortrag über die 10 Hochschulen, die mitmachen. Da hat man, denke ich, ganz gut gesehen, wie auf der tatsächlichen operationalen Ebene sowas gut funktionieren kann. Und jetzt versuchen wir das Ganze zu skalieren auf 42 Hochschulen. Es arbeitet. Okay, es arbeitet immer noch ein bisschen, aber das macht nichts. Also wir haben drei verschiedene Hochschultypen, die bei uns mitmachen. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Wir haben nämlich nicht nur Universitäten, wir haben auch Fachhochschulen, also Hochschulen für angewandte Wissenschaft und die Kunst- und Musikhochschulen, davon auch noch 7 Stück. Da kann man also sehen, da sind doch sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Interessen, die man vereinigen möchte. Was uns kennzeichnet ist, dass wir nicht nur die 42 Hochschulen haben, sondern dass auch noch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft mitmacht, was den großen Vorteil hat, dass man gemeinsam entscheidet, was man mit dem Geld macht. Und interessanterweise ist das auch gar nicht langsamer, als wenn man alleine entscheidet, was man mit dem Geld macht. Wir versuchen natürlich, Bedarfe zu identifizieren und gemeinsame Vorhaben auszuloten und dann zu gucken, dass wir diese Dienste in irgendeiner Art und Weise auf die Straße kriegen. Wir finanzieren uns einmal durch Mitgliedsbeiträge. Das ist nicht sehr hoch für die einzelnen Hochschulen. Aber das meiste Geld kommt aus der Digitalisierungsoffensive des Landes NRW. Da haben wir also 50 Millionen, die pro Jahr verteilt werden bis 2022. Und danach sind es 35 Millionen. Also das sind Gelder, mit denen kann man rechnen und mit denen kann man auch ganz gut arbeiten. Die erste Folie ist geladen, das ist schon mal ein großer Erfolg, das gefällt mir gut. Und jetzt können wir gleich weiter blättern. So, die Zielsetzung ist tatsächlich, deswegen ist das unser Slogan, Innovation durch Kooperation zu schaffen. Wir sind nach wie vor der Überzeugung, dass es nur gelingt, nach vorne zu kommen, wenn man viele Köpfe
mit einem Ziel zusammenspannt und dieses dann nach vorne schiebt und gute und langfristige Projekte damit auch schafft. Der Traum ist natürlich, dass man nachher so eine Art hochschulübergreifende Infrastruktur hat, dass man, wie gesagt, wenn einer was kann, der andere dann darauf zugreifen kann und das Ganze wie so ein atmender Organismus beliebig nach oben und unten skalieren kann. Am liebsten natürlich auch landes- und bundesweit. Es kam die Frage im Chat, die ich gleich aufgreife, weil das zur Finanzierung gut passt, ob es kleinere Töpfe gibt, die man als Lehrstuhl oder Fachbereich anhauen kann. Das geht nicht. Also dafür gibt es tatsächlich auch andere Möglichkeiten und andere Programme. Dafür gibt es das Instrument der Förderlinien, wo man sich auch für kleines Geld bewerben kann. Aber die Hochschulen haben Geld bekommen, auch von dieser Initiative, um Leuchttürme selber zu schaffen für Open Educational Resources oder auch für Curriculumsentwicklung, was man ja auch braucht. Das wird ja häufig gerne mal vergessen. Digitalisierung hört ja nicht auf beim einen Server im Keller stellen, sondern ich muss ja wirklich die Organisation als Ganzes durchdenken und kann nicht einfach nur auf einer Ebene hängen bleiben. Die Struktur, die wir haben, ist relativ komplex. Ich reiße das auch nur ganz kurz an. Also es wird durch ganz viele unterschiedliche Ebenen gearbeitet, so dass man dann am Ende auch tatsächlich einen Förderentscheid bekommen kann. Das Gute ist, sind sich die Hochschulen einig, die über einen Vorstand zusammengespannt sind, dann kann man davon ausgehen, zu 99,99%, dass die Förderung auch tatsächlich kommt. So, ich springe mal ein bisschen, weil die Zeit läuft ja, ne? Zu unseren Lessons Learned. Es gibt in NRW verschiedene Töpfe. Da können Sie mich gerne bei Gelegenheit nochmal anhauen, nach der Veranstaltung oder irgendwo in der Kaffeeecke, hat man früher gesagt, genau. Wir haben halt viele Herausforderungen und viele Interessengruppen, die wir bedienen und wie gesagt, das Schwierige war halt, diesen Common Sense herzustellen, den Spirit herzustellen. Mir fällt gerade kein deutsches Wort ein. Dass einfach alle Hochschulen auch bereit sind, diesen Weg zu gehen. Und wir hatten heute Morgen eine Veranstaltung zum Online-Zugangsgesetz. Das hört sich sehr sperrig an, aber da hat man gemerkt, wie so die große Vorstellung sein könnte im Endeffekt, dass wirklich Fachverfahren angebunden sind, dass man als ganz normaler Bürger über das spätere Serviceportal die Dienste von Hochschulen schon sehen kann, dass man seine Zeugnisse sehen kann. Also was für ein unglaubliches Potenzial dahinter steckt, wenn alle mitmachen. Das war eine sehr schöne Erfahrung. Wir haben gelernt in den letzten Jahren, ich muss dazu sagen, ich ruhe mich zum Teil schon auf Lorbeeren von Vorgängerinnen und Vorgängern aus. Ich mache das jetzt noch nicht so lange, aber die DHNRW gibt es ja schon etwas länger als die Position, die ich jetzt ausfülle. Und deswegen haben wir halt gelernt, man muss das alles ein bisschen straffen. Es ist viel zu kompliziert. Wir müssen auch mehr Werbung machen, um Konsortien zu finden. Und wir brauchen auch dauerhafte Einrichtungen. Eine der dauerhaften Einrichtungen, die ich noch ganz kurz anreißen möchte, das ist das Landesportal Orca. Das ist jetzt in diesem Portal nicht drin. Einfach, weil es ganz gut passt zum ersten Vortrag. Dieses Landesportal für Open Educational Resources, es soll dazu dienen, wirklich für alle Hochschulen eine Plattform bereitzustellen, wo sie ihre Open Educational Resources reinfüttern können. Es gibt LTI-Schnittstellen, es gibt auch schon Kontakte zu anderen Bundesländern, sodass man sagen kann, wenn ihr auch OER habt, dann könnt ihr das bei uns mit einfüttern. Es gibt Projekte zum Beispiel für ein gemeinsames Identity Management. Das ist wirklich was, das würde uns das Leben so unglaublich erleichtern, also für 42 Hochschulen ein Identity Management zu haben, wo man unterschiedliche Dienste dann abrufen kann. Ne? Das ist natürlich schon eine super Sache. Ne? Wir diskutieren über sowas wie eine Campus Cloud. Ein Projekt, was vielleicht BesucherInnen aus NRW gut kennen, ist das Projekt Skibo der Uni Münster. Das können ja auch studentische NutzerInnen
gut in ihrem Studienkontext anwenden. Und ich glaube, da sind wir einfach auf einem guten Weg, Projekte zu fördern aus Verwaltung, aus Studium und Lehre, für die Forschungsunterstützung, Forschungsdatenmanagement sind Stichworte. Und so schaffen wir es dann halt auch, ein bisschen Bewusstsein zu schaffen unter den Hochschulen, wie wichtig das ist. Und das alles begleitet natürlich unter dem großen, großen Thema Kompetenzentwicklung. Wir können nicht Menschen mit Kompetenzen, wir können keine Kompetenzen erwarten, weder vom Verwaltungsmitarbeitenden noch von einem Professor oder einer Professorin, die vom Himmel gefallen sind. Also natürlich wird viel gemacht, gerade in der Nachwuchsgeneration für die Professorinnenschaft. Aber es gibt ja auch noch ganz viele Menschen, die an den Hochschulen sind, die auf diesem Weg auch mitgenommen werden. Und dazu ist nämlich auch noch ein ganz spannender Vortrag morgen von einer ehemaligen Kollegin von mir und jetzt wieder Kollegin Nicole Engelhardt und ihrer Truppe. Den kann ich nur empfehlen, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich hatte gesehen, Sie haben mir noch 5 Minuten zugestanden für Fragen aus dem Chat und deswegen komme ich zu Ende, obwohl, so, einmal danke fürs Zuhören. Ja, vielen lieben Dank für den Vortrag und für alle anderen Vorträge auch und Entschuldigung nochmal, ich hatte ein paar technische Probleme, deswegen machen wir jetzt 5 Minuten länger und es sind alle angehalten, jetzt gerne Ihre Fragen in den Chat zu schreiben, dann würde ich die einmal vorlesen. Und hier kommt direkt die erste Frage. Die Plattform offen für Unis aus anderen Bundesländern. Wie ist der Weg? Wer entscheidet darüber? Jetzt können sich vielleicht die anderen auch nochmal dazuschalten, denn ich habe die Vorträge jetzt nicht so mitbekommen und kann die Fragen dementsprechend wenig zuordnen. Die anderen Speaker, wenn die sich noch einmal dazuschalten könnten. Okay, Herr Rutzinski kann die Kamera nicht mehr aktivieren. Sie arrangieren das und ich beantworte schon mal ein bisschen. Bitte, danke. Tatsächlich ist es so, dass das Landesportal gerade in Gründung ist und sich gerade nach vorne bewegt und wir von der Landesinitiative aus schon mal Kontakt aufgenommen haben mit den KollegInnen aus Baden-Württemberg. Und es gibt ja übers Hochschulforum Digitalisierung ja auch ganz viel Engagement, die Landesinitiativen regelmäßig zusammenzubringen. Und so tauschen wir uns auch aus und hoffen, dass wir das Ganze auf einen guten Weg bringen, damit es auch schön voll wird mit Material. Ja. Genau, vielen Dank. Dann fragt Frau Goldberg, oder genau, ist auch eine Frage, es wäre gut, wenn die staatlich refinanzierten Hochschulen, zum Beispiel in kirchlicher Trägerschaft, an mehr Projekten der DHNRW beteiligt werden könnten. Ist das geplant? Also tatsächlich ist ein Austausch mit den refinanzierten Hochschulen, mit dem Ministerium im Gange. Die ministeriellen Kollegen sehen das nicht ganz so einfach, weil das ist Finanzierungslogik und Politiklogik, die dahinter steckt. Da ist ein Prozess in Gange. Es betrifft ja nicht nur die staatlich Refinanzierten, sondern in NRW gibt es ja auch Hochschulen aus unterschiedlichen anderen finanzierten Quellen, zum Teil auch Bundesgeld, die auch sehr, sehr gerne bei uns mitmachen wollen. Und es soll möglich gemacht werden. Aber wie dazu, das ist mir eine zu schwierige Frage. Alles klar, vielen lieben Dank. Ja, der Herr Rutzinski hat gerade auch noch gesagt, dass er auch immer gerne über den Plaudern-Chat oben erreichbar ist. Da wurde dann darauf gesagt, dass es nicht bei allen Teilnehmern funktioniert. Vielleicht, wenn Sie Lust haben, können Sie noch die E-Mail-Adresse oder irgendwie in Kontaktdaten in den Chat schreiben, falls da noch Austauschbedarf danach ist. Ansonsten sehe ich hier jetzt gerade keine Fragen mehr. Wir können gerade noch mal einen Moment warten. Genau, vielen Dank. Eine Frage hatte ich noch gelesen, Koop in Bezug auf Infrastruktur, nicht einzelne Lehrende. Da weiß ich nicht die Frage so dahinter.
Ich nehme mal an, ob die sich darauf bezieht, ob wir nur auf Infrastrukturebene kooperieren. Dem ist nicht so. Es gibt auch tatsächlich Kooperationen, Zusammenschlüsse von Lehrenden, aber die müssen dann auch hochschultypenübergreifend sein. Also fächerbezogen zum Beispiel. Ja, vielen lieben Dank. Dann würde ich sagen, die 5 Minuten Überzug, die sind dann auch damit beendet. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Vorträge und würde dann jetzt den Raum schließen und Sie alle zurück in die Lobby schicken. Vielen lieben Dank und ganz viel Spaß noch bei dem Festival.